Im Mai 1977 war es dann soweit. Der erste 7er kam auf den Markt. Er orientierte sich am BMW 6er Coupé und verband das repräsentative Äußere mit einer Vielzahl technischer Innovationen. Als erstes Auto verfügte der 732i zum Beispiel ab 1979 über eine digitale Motorelektronik. Hier sehen wir die erste Generation der BMW 7er Reihe, die natürlich als Topklasse bei BMW auch verschiedene technische Highlights und Innovationen auch hatte, wie zum Beispiel Check Control, elektrisch verstellbare Außenspiegel, dann ABS, seit 1979 Einspritzmotoren, also alles Features, die die Sicherheit und auch den Komfort für den Fahrer und die Insassen erhöht haben. Besonders galt das natürlich für das Antiblockiersystem, wie ein zeitgenössischer Film zeigt. BMW bietet als Sonderausstattung für die 7er Reihe ein Antiblockiersystem an, das präziser und effektiver arbeitet, als ein Mensch es jemals könnte. Damit wird das Blockieren absolut sicher verhindert. Ein entscheidender Schritt zur Optimierung des Mensch-Maschine-Systems bei BMW. BMW ABS. Antiblockiersystem.